Diese winzige Kunststoffprothese hilft blinden Patienten, wieder sehen zu können. Ein Meilenstein in der Augenheilkunde und bis vor kurzem noch undenkbar. Zwei Patienten wurden bisher erfolgreich mit der künstlichen Hornhaut behandelt. Patienten sind fast oder ganz erblindet aufgrund ihrer Erkrankung. Und durch diese Prothese können sie wieder 40-50%, je nach Vorerkrankung, des Restauges und können sie wieder bis zu 50% sehen. Aber da muss man immer den Einzelfall sehen. Auf jeden Fall, was man sagen kann bei den ersten beiden Patienten, sie können sich alleine orientieren, sie sehen wieder. Vorgestellt wurde diese innovative Augenprothese jetzt in Hamburg auf der Preview-Veranstaltung der weltgrößten Medizinmesse der Medica. Hier wurden auch neuartige Monitoring-Systeme präsentiert, die medizinische Untersuchungen und Entscheidungen am Krankenbett erleichtern sollen. Dieser Überwachungsmonitor ist zum Beispiel weltweit das erste System, das einen vollständigen klinischen Arbeitsplatz am Patientenbett darstellt. Die Freiheitsgrade, welche Systeme dargestellt werden auf der PC-Komponente des MX800, sind absolut vielfältig. Es kann also auch abhängig gemacht werden von den einzelnen Einsatzbereichen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: auf der Intensivstation Ultraschallbilder, vielleicht im Anästhesiebereich, also im OP, die Darstellung eines Videolaryngoskopes. Das bedeutet, dass man per Videosignal noch nachvollziehen kann, wie einem Patient ein Tubus in die Luftröhre geschoben wird. Ob künstliche Hornhauttransplantationen oder moderne Überwachungs-PCs, medizinische Innovationen, die sowohl die Patientenversorgung als auch den Arztalltag erleichtern, werden auf der diesjährigen Medica vom 17. bis 20. November in Düsseldorf die Fachbesucher wieder in Staunen versetzen.